Premiere, nicht nur für die 230 Seelenortschaft Rabenstein im hinteren Passaiertal, sondern auch für Südtirol. Zum ersten Mal wurde auf dem Eisturm in Rabenstein im Rahmen eines Weltcups Eis geklettert. Mehr als 100 Eiskletterinnen und Eiskletterer aus 17 Nationen nahmen am Weltcup in Südtirol teil. Darunter die gesamte Weltelite dieser Sportart, die 2014 in Sochi um die Aufnahme ins olympische Programm kämpfen will. Beide Disziplinen, nämlich das Schwierigkeitsklettern und das Speedklettern, kamen in Rabenstein zur Austragung. Unter den Teilnehmern befanden sich die amtierenden Weltmeister, nämlich Alexei Domilov aus Russland und Angelika Reiner aus Meran. Die 26-jährige Spitzenathletin, die für den Alpenverein Südtirol an den Start geht, hat vor 2,5 Wochen im koreanischen Cheongsong zum dritten Mal in Folge den Eisklettern-Weltmeistertitel gewonnen. Der dritte Weltmeistertitel war eine super Sache. Jetzt hier drauf noch daheim zu gewinnen, ist eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Und was jetzt so also in der restlichen Saison noch kommt, ist eigentlich leider die Zugabe, würde ich mal sagen. Auch beim Heimweltcup in Rabenstein gab Reiner im Schwierigkeitsklettern den Ton an. Nach Platz 5 in der Qualifikation zeigte sie bereits im Halbfinale die Bestleistung und gewann auch das Finale souverän. Gleich 5 Eiskletterinnen erreichten das Top, also das Ende der Route. Doch die Südtiroler Gesamtweltcup-Siegerin der vergangenen Saison war in 6 Minuten 46 Sekunden am schnellsten. Es ist einfach eine wunderschöne Sache, hier zu gewinnen. Logisch ist das gewesen, was ich mir gewünscht habe, seit es geheißen hat, weil Rabenstein wird Weltcup, aber es ist nicht so leicht. Nach dem Sieg in Korea war natürlich viel Druck da. Ich habe gewusst, ich bin fit, aber automatisch denken dann alle, okay, das wird so durch die ganze Saison laufen. Und man hört von allen Seiten, ja, das wirst du machen, das wirst du machen, das musst du machen. Und dann war eigentlich schon ziemlich viel Druck da und ich bin wirklich voll zufrieden, dass sie das ausschalten angekannt und dass alles so gut gelaufen ist. Angelika Reiner verwies die Koreanerin Won Sun-shin und die Russin Maria Dolokhonina auf die Plätze, die rund eine halbe Minute langsamer waren als Reiner. Achte wurde hingegen die Bozenerin Barbara Zwerger, die sehr viel Pech hatte. Ein Eisbrocken, in dem sie mit ihrem Pickel Halt gesucht hatte, löste sich und Zwerger stürzte ins Seil. Ja, ich bin eigentlich schon voll zufrieden, weil das Dach habe ich wirklich voll gut geklettert, locker und war überhaupt nichts müde. Und dann im Vertikalen ist mir einfach wirklich der ganze Pickel, das ganze Eis ausgebrochen und das ist einfach ein wahnsinniges Pech. Und die haben wirklich noch viel Zeit gehabt und jetzt wirklich können noch weiterklettern. Und das ist wirklich so schön, das ist echt frustrierend. Und ich muss noch etwas sagen, mein Sohn ist heute in der Früh krank gewesen und vor 2 Jahren war er auch krank, habe ich auch wenig geschlafen. Ich weiß nicht, was es hat mit der Rabenstein. Bei den Männern setzte sich Maxim Domilov durch. Der Russe war 8 Sekunden schneller als Ex-Weltmeister Hyung Park aus Südkorea und der amtierende Champion Alexei Domilov. Markus Bendler aus Schwendt in Nordtirol wurde Vierter. Für ihn war der Weltcup in Rabenstein ein ganz besonderer Wettkampf. Er hat im Anschluss daran nämlich seine Karriere beendet. Das hat mehrere Gründe. Ich bin so lange dabei. Das ist meine 12. Weltcup-Saison. Ich bin richtig müde im Kopf, mich Jahr für Jahr zu motivieren. Bin in Österreich allein an einsamer Front. Und das macht es nicht ganz leicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es nebenher eine berufliche Karriere. Und da werde ich mich jetzt reinhängen. Ich bin Jungunternehmer und brauche für das alle Energie, die ich momentan habe. Der Luttacher Herbert Klammer ließ sich den Heimweltcup in Südtirol ebenfalls nicht entgehen. Er wurde inmitten der Weltelite hervorragender Zehnter. Ich bin mit meinem Abschneiden sehr zufrieden, weil ich eigentlich in der Hinsicht mehr auch Spaß mitgemacht und nicht genau auf das trainierst. Nicht? Ich bin ganz, ganz knapp mit ins Finale gekommen und das ist ein bisschen schade. Gerollt mich schon ein bisschen. Ja. In Rabenstein wurde auch in der Disziplin Speed geklettert, wo es darum geht, den Eisturm in der Vertikalen so schnell als möglich zu erklimmen. Bei den Männern erreichte Pavel Guljaev in 11,67 Sekunden die 15-Meter-Marke. Bei den Frauen holte sich seine russische Landsfrau Maria Krasavina den Sieg. Der Verein Eisturm Rabenstein kann auf ein gelungenes Weltcup-Debüt zurückblicken, wie die zufriedenen Spitzenathleten bescheinigten.
Der Weltcup hier ist super, aber sie haben es ja davor auch schon super gemacht, hier oben stehen hier. Auch ein Nice Fight, vor allem viel Publikum und gute Top-Kletterer. Also, jetzt ist halt der Weltcup, aber eigentlich, summa summarum, ist halt allem noch, ist wieder vor eigentlich, halt, dass es jetzt halt Weltcup ist und noch mehr Leute sein, noch mehr Teilnehmer. 2014 werden die besten Eiskletterer der Welt am letzten Januarwochenende wieder in Rabenstein am Start sein. Und möglicherweise kann Angelika Rainer ein Jahr später, also 2015, ihre WM-Krone vor eigenem Publikum verteidigen.